Winkler fand in einem Interview mit Deutschlandfunk klare Worte zur politischen Handhabe in der Asylpolitik. So machte er deutlich, es ist zwingend erforderlich, zwischen Migration und dem Anspruch auf Asyl zu unterscheiden. Seine Botschaft lautet, die Rettung von Menschen verpflichtet nicht dazu, diese auch in die EU einwandern zu lassen. Die Aussage im genauen Zitat: Es wäre Selbstüberhebung zu meinen, man könne auf deutschem, französischem oder britischem Boden die Menschenrechte für alle Welt verwirklichen. Zitat Ende. Er machte indes deutlich, es darf nicht der Eindruck erweckt werden, es gebe ein allgemeines Menschenrecht, das klar sagt, wir wandern jetzt in einen Staat unserer Wahl ein. Die Stellungnahme zum Nachlesen komplett findet sich natürlich in der Quellenangabe. Nun sollte es ja in den Nachrichten um qualitativ hochwertige Meldungen gehen, die gut recherchiert sind und dessen Wahrheitsgehalt man dank nachprüfbarer, seriöser Quellen leicht kontrollieren kann. Ich weiß, viele schwören auf Journalistenwatch und unterstützen diese angeblich so hochwertige Nachrichtenplattform. Warum dies immer wieder ein Fehler ist, zeige ich heute an einem Beispiel. So schreibt Journalistenwatch in der Artikelüberschrift eines Beitrages, Zitat, finde den Unterschied, deutsche Familie, die aus Seenot gerettet wurde, soll zahlen. Zitat Ende. Die Botschaft klar, Flüchtlinge werden kostenfrei gerettet, der Deutsche soll zahlen. Die Formulierung soll zahlen macht deutlich, hier muss die arme Familie aus Deutschland finanziell bluten. Schauen wir uns aber mal den tatsächlichen Sachverhalt an. So heißt es im Beitrag von YouWatch genau, Zitat, eine Strafe drohe dem Mann nicht, wie Seenotretter und Polizei bestätigen. Es könnte aber sein, dass der Tourist die Kosten des Hubschrauberrettungseinsatzes zahlen müsse, hieß es laut der FAZ von der Polizei. Gerade bei Hubschraubereinsätzen bewegen sich die Kosten schnell im vierstelligen Bereich. Das Ziel des Artikels ist klar, es soll ein Bild des Mitleids erzeugt werden. Schaut man sich dann aber die von Journalistenwatch selbst genannte Quelle an, nämlich die FAZ, kann man in dieser Quelle lesen, Zitat, die DGZRS stellte klar, dass die Rettung aus Lebensgefahr durch die Seenotretter immer kostenlos sei. Die Geretteten des Einsatzes im Watt bei Butjadingen müssen für diesen Einsatz nichts bezahlen, hieß es. Zitat Ende. Es geht also klar daraus hervor, es ist weder eine strafrechtliche noch eine finanzielle Strafe zu befürchten. Der Artikel von Journalistenwatch ist also schlicht und ergreifend inhaltlich komplett falsch und die Berichterstattung unseriös. Der Beitrag ergibt keinen Sinn. Man hat elementar wichtige Inhalte der eigenen Quellenangabe weggelassen, um einen reißerischen Beitrag zu erstellen. Im Fall von Horst Seehofer damals und der angeblichen Abspaltung der CSU von der CDU könnte man meinen, das war nur ein Anfängerfehler, die allgemeinen Pressemeldungen einfach zu übernehmen. Aber bei YouWatch, das stelle ich immer wieder fest, hat unseriöse Recherche mehr und mehr Einzug gehalten. Ich finde das aufgrund dessen, wie YouWatch im Internet auftritt, absolut schlecht und ich werde daher keine Beiträge mehr von dieser Plattform unterstützen. Aufklärung über Missstände ist wichtig, aber es gibt genug reale Fakten, die aufgegriffen werden können. Da muss man nicht künstlich solche Unwahrheiten in Umlauf bringen. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.